Der Pferdeflüsterer auf Tour durch Afrika. In Namibia warten viele Patienten auf den Knochenbrecher. Auch wertvolle Araberpferde soll er heilen. Ob es ein Dürrenpony ist oder ob es ein Pferd von über 1 Million ist, das hier, da mache ich keine Unterschiede. Auf der Suche nach Wasser und bei der Jagd. Tamme hat seine eigenen Methoden. Baldrian lockt Kater an. Und wenn die Kater sich treffen, verprügeln sie sich, dann machen sie nichts für Blödsinn. Und der Ostfriese träumt sogar von einer eigenen Lodge. Die Kalahari-Wüste in Namibia. Tamme Hanken ist auf dem Weg zu seinem ersten Job. Eine Namibia-deutsche Farmbesitzerin hat den Pferdeflüsterer um Hilfe gebeten. Wir sind auf Tour nach Afrika, Namibia. Und es ist eigentlich immer so, wo wir auftauchen, werden auf einmal urplötzlich die Pferde lahm. Also jetzt so, als wenn ein Geist uns ruft. Bisschen weiter her, Johannes. Tamme eilt der Ruf voraus, einer der besten Tierchiropraktiker zu sein. Auf der ganzen Welt hat er schon Pferde eingerenkt. Ehefrau Carmen begleitet ihn auf seinen Touren und hilft bei besonders bockigen Vierbeinern. Der Wallach hat seine Besitzerin schon öfter abgeworfen und gilt als gefährlich. Nicht ankommen, Carmen. Kommst du den an oder was? Nicht ankommen. Sonst habe ich verloren hier hinten. Irgendwo hier jemand einen Zaun dran oder was? Er gibt doch sonst die Beine her, oder? Er gibt sonst die Beine her. Das ist nur ganz typisch, wenn er dann skeptisch wird. Ja, und nicht zu dicht dran, sonst haut er einen tot. Ja, ich nehme jetzt diese Seite. Wizzy, Wizzy. Was ist denn los? Junge, sei doch nicht so schissig. Aber er haut direkt, nicht? Er haut zu. Wizzy. Er hat keinen Sinn, er hat einfach Angst. Ja, wie gefährlich ist das? Man kennt die Pferde nicht und man sieht, man kann da mal böse mit reinfallen. Ich habe gerade das ganze Bein zerschlagen gehabt. Und, aber in diesem Geschäft sind das die Spuren. Kein Zeh, der noch nicht gebrochen war und all diese Dinge. Und wie oft habe ich Nägel runtergeschlagen bekommen von den Füßen. Es ist einfach so. Mein Finger gebrochen, jetzt hatte ich die Innenhand hier gebrochen. Das muss alles so mit weiter. Du fummelst weiter ein bisschen, ein halbes Jahr mal vorsichtig und dann gehen die Schmerzen zurück und ab. Das Leben geht weiter. Ein bisschen, wo gehobelt wird, da fallen noch Späne. Schätzelein, komm mal her. Komm hier, hey. Der große Ostfriese hat eine ganz besondere Art, mit den Tieren zu kommunizieren und Vertrauen aufzubauen. Doch Wallach Twister ist ein schwieriger Fall. Seine Besitzerin Heidi Kaber hätte er fast umgebracht. Ich habe geklagt, dass der so unberechenbar ist. Also er ohne jegliche Warnung schießt er ab und fängt dann an zu bocken. Und so bin ich jetzt auch kürzlich richtig ordentlich runtergefallen. Und bin so an einem toten Punkt jetzt mit ihm. Ich weiß nicht, in meinem Alter ist das sicher nicht mehr das Optimale, ob ich jetzt weitermachen soll oder nicht. Wie, gerade 27 und dann schon aufgeben? Ja, ja, danke. Ich möchte nicht aufgeben. Also, aber der Druck von außen, mein Mann und so, alle, like, du bist doch verrückt. Ja, ist logisch. Meine Carmen darf solche Pferde auch nicht mehr reiten. Das ist schon richtig so. Aufgeben kommt für Tamme nicht in Frage. Wozu hast du Angst? Ist okay. Wozu hast du Angst? Ist okay. Ist okay. Komm her. Ist okay. Ist okay. Du musst schon an meiner Seite mit ein bisschen bleiben, sonst rennt er mich um. Sonst rennt er mich um. Er soll ruhig an der anderen Seite weg, wenn er das nicht will. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So ist fein. So ist okay. Siehst du? Gut, andere Seite. Oh. Alles gut. Ist okay. Alles gut. So ist okay. Alles gut. Passiert nichts. Passiert. Oh nein, komm her. Alles gut. Alles okay. Hey. So ist gut. Ist fein. Guter Twister. Hadding, knack. In der Ruhe liegt die Kraft.
Es gibt natürlich immer mal Pferde, so wie bei diesem Wallach kommt man gerade sehen, der so ein bisschen griffig war, entweder aus Unsicherheit oder weil er vielleicht wirklich Schmerzen hat, wie auch immer. Und wenn die dann so seitlich zutreten, beziehungsweise man konnte ja sehen, man konnte ihn nicht einfach festhalten, dass er stehen bleibt bei der Behandlung, dann ist das schon eine ziemlich gefährliche Sache, zumal Tamme ja an dem Bein schon zweimal Schläge mitbekommen hat und jedes Mal das gleiche Bein da betroffen ist und eine alte Wunde noch gar nicht verheilt ist. Das ist dann schon, weil wenn er ausfällt, ist natürlich dann auch gleich Einnahmen sind finito. Also ich sag mal, wenn er nicht arbeiten geht, kommt auch kein Geld rein. Von daher muss er natürlich immer sehr gut aufpassen, dass sowas natürlich nicht passiert dann. Jetzt kriege ich eine rote Wange. Tamme hat keine Blessuren davongetragen und Pferd Twister ist wieder schmerzfrei. Bei Heidi, der malträtierten Reiterin, ist das noch nicht der Fall. Tamme legt wieder Hand an. Links gucken. Ja, das tut entsetzlich weh. Oben. Das kommt später, Schätzelein. Da haben wir schon einen. Auf die Seite legen. Schön weit hierher, du bist ein schlanken Däubel. Hey, du bist noch viel zu schlank. Mein Liebespann, ich darf mal kurz. Kommst du mit dem Oberkörper hier mal weiter her? Wir brauchen die Tischkante. War das schön? Und jetzt hier, gehen wir ganz zur anderen Seite hin. Ich komme mal drüber, weil ich brauche das andere Bein jetzt. Das war mein Fuß! So, weiter hier auf der Kante. Wie war das hier? Schön, so. Weil du bist einfach, oh, du siehst gleich ganz super aus. Adi, auf dem Rücken liegen bleiben. Ich denke, dass ich Muskelrisse habe in meinem unteren Rückenteil und dann eben hier oben ausgerenkt habe in meinem Nacken. Und die linke Seite ist fest und die haben wir bis jetzt noch nicht losgekriegt. Und das hat sich jetzt für mich gerade eben angefühlt, dass wenn wir da so ein bisschen ein Stückchen weitergekommen sind. So, das war deine Schulter. Hast du das Problem mitgekriegt? Ja. So, und locker, jetzt? Ganz locker. Nicht mithelfen. Das ist gut. Auch gut. Schulter bewegen. Richtig Arme mal hoch und in der Runde, wie das jetzt ist. Arme hoch. So. Und dann mal richtig bewegen. BH dicht machen. Wie war was? BH schließen wir so weit auf dem Rücken. Geht auch. Gehalt! Super! Ist besser? Ja, auf alle Fälle. Du musst jetzt hier jeden Tag eine große Flasche Bier trinken. Das tue ich sowieso. Dabei an mich denken und schon wirst du gesund. Doch bevor der Ostfriese sein Belohnungsbier bekommt, muss er noch einmal richtig Feingefühl beweisen. Was hat er? Das eine Bein ist ausgerenkt. Das eine Bein hängt. Total. Das da. Gebraucht die gar nicht. Und ich habe Gefühl, ich meine, dass das nicht gebrochen ist. Aber. Nee, aber es ist aus der Hüfte raus. Ja. Wie lange schon? Schon länger? Nee, nicht eine Woche. 5 Tage vielleicht. Und bitte nicht ankacken, Schätzelein. Knuck. Ja, der ist irgendwo vorgeflogen. Drin in der Pfanne ist er, aber hier ist ein Band, was die hier so ein bisschen hält hier oben. Ja. Nicht? Und der Band ist weg, das ist durchgeflutscht. Also das wird irgendwie auf eine Art und Weise immer so ein kleiner Hinkepink bleiben. Das macht nichts, aber wenn er... Vorsicht, du kannst damit laufen, aber bist halt nicht so schnell. Aber da wachsen jetzt in den nächsten Wochen Muskeln drüber und dann geht das wie verrückt wieder. Na, Piepmatz? Kira, ich sehe deinen Blick. Und die Jungs sagen, das war Kira, aber ich habe das noch nicht. Siehst du die Schulter? Auf alle Fälle schon. Der hat es gar nicht, dieses Bein, der fiel immer über dieses Bein. Es läuft immer unter das andere. Bis heute Morgen noch. Ja, es läuft ja wenigstens ein bisschen.
Ja, sie kann sich etwas abstoßen, aber das ist einfach, weil das Band jetzt weg ist außen. Kippt die Schulter oben so ein bisschen weg. Ja. Nee? Aber das macht nichts. James Cook hat auch ein Holzbein. Und man weiß hier, diese Schulter, dadurch, dass er das immer anzieht, zieht er jetzt auch das Bein deutlich unter sich. Und dieses Huhn fängt an, wieder zu bewegen. Und da bildet sich jetzt statt das Band, was durch ist, ein Muskelstrang drüber. Und dann ist die kleine Henne bald wieder total in Schuss. Namibia, ein weites Land. Dreimal so groß wie Deutschland, aber nur gut 2 Millionen Einwohner. Bis 1915 war Namibia eine deutsche Kolonie. Der Ostfriese aus dem norddeutschen Flachland kann sich vorstellen, hier nicht nur ab und zu arbeiten, sondern auch zu leben. Wir können bei uns immer weit in die Landschaft schauen. Aber es ist halt alles eingezäunt. Und wir hier gucken, hier sind einfach Flächen von 4.000, 5.000 Hektar, die in so kleinen Wild- und Yachtparks zusammengegliedert sind. Das ist eine ganz andere Welt. Auf der Panorama Rock Lodge besucht Tamme einen befreundeten Farmbesitzer. Gunnar Jensen gehört zu den etwa 30.000 Deutschen, die in fünfter Generation in Namibia leben. Gunnar will dem Ehepaar sein Reich zeigen. Gehen wir jagen, mein Hund. Zu Gunnars Lodge gehören gut 6.500 Hektar Land. Hier jagt der 49-Jährige für den Eigenbedarf. Safari in der Kalahari statt Ochsentour in der norddeutschen Tiefebene. Ein Traum für Tamme. Also wir beide haben nun den gleichen Geschmack und finden Afrika einfach so klasse, mit all den Wildtieren und die Natur, dass wir uns auch vorstellen können, da so eine kleine Lodge am Hügel irgendwo hinzusetzen und hier uns ein Domizil machen, dass wir auch im Alter vielleicht mal aus dem kalten Ostfriesland wegkommen. Doch bevor es auf Grundstückssuche geht, wollen Tamme und seine Frau erst einmal ihre zukünftigen Nachbarn aus der Nähe kennenlernen. So, Tamme, wollen wir mal gucken? Was haben diese Tiere jetzt? Haben die natürliche Feinde bei euch im Park noch? Nicht viel. Leoparden, wenn die reinkommen, und Geparden. So 3, 4 Geparden zusammen. Die können dann schon so ein Zebrafohlen erlegen. Ich will mal gucken, ob sie das friesische Namen verstehen. Ja, da kommt gleich eine Stute nach vorne. Guck mal. Hier, jetzt kommt eine Stute nach vorne. Sie will trächtig werden. Und wenn wir es will. Hoppla. Der kommt schon. Also, folgendes: Hier vorne ist eine Wasserstelle. Jetzt um die Tageszeit rückt das Wild an die Wasserstelle. Wir gehen jetzt nicht an der Wasserstelle jagen, sondern wir gehen dort vorne hin, wo es Wasser ist. Da seht ihr, da hinten ist auch ein Salzstein. Da gehen wir hin. Schön ruhig. Einmal oder soll ich den Fieberthermometer reinstellen? Brauchst du? Dies hier ist ein Salzleckstein. Kommt bei uns von der Küste. Bringen wir von der Küste hoch. Da leckt das Wild dran. Guck mal, wie die hier hin. Und dann kommen die Warzenschweine, nachdem sie gebadet haben. Und die scheuern sich hier dran, siehst du? Tamme und seine Frau bekommen ihre erste Lektion als Fährtenleser. Tamme, schau hier. Viel Wasserböcke. Überall Wasserbock. Hey, Gunnar. Ja? Was ist dies? Nein, da vorne, der Zehen. Ja, das ist irgendwas, aber das sieht aus wie der Rückteil von 2 Hufen. Und die ist dann da drauf. Dieser Huf ist dann da drauf. Treten. Der Ostfriese ist vom Jagdfieber gepackt. Doch weit und breit keine Antilope, kein Warzenschwein, nicht einmal ein Erdmännchen lässt sich blicken. Die haben Angst vor meinem Magenknurren. Das ist schon wieder Hunger. Nur eine Antilope. Doch als sie schon aufgeben und zum Jeep zurückkehren wollen, wird die Suche nach etwas Essbarem doch noch belohnt.
Vor Gunnars Flinte taucht plötzlich ein Gnu auf. Das hat die Jäger offenbar nicht gewittert. Ja, so ist das Jagdleben. Daran denke ich, Opa, wie der noch zur Jagd gehen konnte. Der Hund war wahnsinnig, ab Mittag schon. Gunnar versucht, sich an das Tier heranzupirschen. Hoffentlich kommt ihm Tammes Magenknurren jetzt nicht dazwischen. Das war des Försters Traum. Das Leben ist doch nur ein Traum. Warte, wo ist er? Wo ist das Gnu? Wo ist das Gnu? Siehst du es? So das Gnu. Zurzeit haben wir halt sehr viel Gnus, harte Bester. Dann jagen wir so alle zwei Wochen ein Tier. Wir brauchen ja auch Rationsfleisch für unsere Angestellten. Die brauchen wir immer Fleisch. Ja, ist gut. Die ist auch blank. Kein Zahn mehr, siehst du das? Nichts mehr drin. Darum ist das Tier so mager. Der will über, Winter, über den Winter wird dieses Tier eingegangen. Ja. Und wir, wie gesagt, in der Landwirtschaft groß geworden, wir kennen nun ja, hunderte von Tieren kommen bei uns wieder auf die Welt. Und andere müssen wieder gehen. Mir tut jedes Schwein, was zum Metzger geht, jedes Pferd, jede Kuh genauso leid wie ein Tier, was wir schießen müssen. Aber wenn wir sie nicht schießen würden, würden wir hier eine unglaubliche Population an Raubtieren und an anderen Tieren haben. Und dann würden diese Bestände auf natürliche Art und Weise rationiert werden. Tamme ist selbst auf einem Bauernhof groß geworden. Er interessiert sich dafür, wie hier in Namibia das Fleisch verarbeitet wird. Die Wurst ist schon verpackt. Die Wurst ist schon verpackt. Leberwurst im größeren Stück. Ja, das ist ein Kudu-Bulle. Schätzt den, wie alt wird denn der sein? Vier Jahre alt. Ist kein Trophäentier, aber die, das sind hier vom Sarl gute Bekannte. Die machen jetzt Fleischwochenende. Ne? Das Kleine da ist der Springbock. Das hat das, was Carmen gestern gegessen hat. Ja. Und hier der Kudu, ganz mageres Fleisch, aber die Filets sind jetzt noch nicht offen. Die Gedärme sehen sehr gut aus, nicht groß verwurmt oder was? Nee, gar nicht verwurmt eigentlich. Wenn er gleich jetzt den Blättermagen aufmacht, kann man auch, wirst du sehen, hier ist kaum Wurmbefall drin. Ehrliche Handarbeit, ganz nach Tammes Geschmack. Mir gefällt das sehr gut, sowas. Ich finde es auch gut, wenn man hier jetzt mal anguckt. Die Jungs hier in Afrika, sie fassen an, sie haben das kleine Tier, den Springbock, super ausgenommen, ausgeweidet, abgezogen, alles drum und dran. Das sollten die Jungs in dem Alter man, bei uns in Deutschland mal machen, diese Luschen. Die sind alle zu weich für die Küste. Die sind am Dosenfutter groß geworden. Das ist unser Problem heute. Eigentlich schlimm. Wenn in Deutschland noch mal ein Engpass mit Nahrungsmitteln kommt, die können ruhig an der Kuh vorbeilaufen. Die wissen da nicht mehr mit anzufangen. Wenn wir in unseren Jahren das alles gelernt haben, wir zerlegen alles. Wir legen auch alles um, was essbar ist. Das ist einfach so. Ich werde nie hungern. Das steht heute schon mal fest. Und im Moment verdient Tamme sein Geld ja noch als Pferdeflüsterer. So, Tamme, jetzt können wir mal die Araber angucken. Heute soll der Knochenbrecher auf einem Arabergestüt sein Wissen weitergeben. Araber sind besonders wertvolle Pferde. Bis zu 250.000 Euro kann ein Tier kosten. Tammes Ruf eilt ihm voraus. Der Züchter der edlen Pferde vertraut dem Ostfriesen mit den magischen Händen. Es muss für mich nie ein Unterschied sein, ob es ein Dülmenpony ist oder ob es ein Pferd von über 1 Million ist. Das hier, da mache ich keine Unterschiede. Mir ist noch nie was schief gegangen da dran, aber es ist natürlich eine Verantwortung, aber die hat ein Arzt ja auch. Bloß beim Arzt ist es einfach hoppla. Eure Oma hat es nicht geschafft. Und wenn du ein Tier irgendwo hast, muss manchmal eine Versicherung eingreifen, aber das ist eben so. Und das ist sogenannte Fahnenträger, nicht? Der darf den Schweif schief tragen.
Noch ein Gier? Noch ein Biggie? Da ist zwei. Okay. Aber es vorne ein bisschen steif aus der Schulter, da kommt er nicht richtig. Und hinten an der linken Seite läuft er nicht frei rückwärts. Die Kunst des Heilens hat Tamme in jungen Jahren von seinem Großvater erlernt. Jahrelang hat der Ostfriese trainiert, um Fehlstellungen zu erkennen und Nervenbahnen zu lösen. Dieser Araber läuft nicht richtig rund und ermüdet schnell. Für Züchter Sorel Dutoit sind aber nur gesunde Tiere wertvoll. Der Wert dieser Pferde ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die kosten 4.000 Euro, aber wir haben auch einige Pferde, die bis zu 250.000 Euro wert sind. Besonders in den arabischen Ländern wird sehr viel Geld für diese Marathonpferde ausgegeben. Für ein Siegerpferd bezahlen die Araber richtig viel Geld. Hier sollst du ein Band dran machen, hängen lassen. Der muss ganz gerade runtergehen. Ja. Aber er geht x-beinig. Du musst außen den Huf kürzen und dann über die Zehe. Dann geht er so, dass er gerade geht. Wenn du jetzt Sprunggelenk so siehst, dann hast du deine Gelenkfugen. Und außen sind kleine, innen große. Wenn das Gelenk nach außen fallen lässt, haben die viel mehr Platz und du kannst viel mehr Distanz, ohne dass sie müde werden. Dies X-Bein ist das, was müde macht, was den Motor blockiert. Rundes Bein. Der Farmbesitzer spricht Afrikaans und versteht Tames plattdeutschen Dialekt. Hier unten, Lepel, ist blass hier unten. Vor Drinking, siehst du? Ist wird. Und dann wird er zum bisschen gel und wenn wir das nehmen, auch gelb. Gelb ist was? Weiß ich nicht. Leber. Wodür? Der Wurms. Ja. So, dann musst du so machen. So. Und dann musst du rieben, was da berührt kommt. Siehst du die schweren Dinge? Ja. All auf dieser Länge sind Spulwurms. Und die lötschen Punkten sind Magen- und Darmlarven. Das ist also Heimut. Was haben? Wo kannst du nun Pferd entwurmen? Ja, er hat nun nicht so viel steht. Sonst kann man Stück aufschneiden und nicht das Bord stoppeln. Ja, so klein Snakes, das Bord stoppeln geht. So wenn du mal ein Pferd hast, die Wechmut oder was, steht, wird immer aufschneiden und obsport. Wenn man jetzt hochtragende Stuten hat, dann macht man da einfach so ein Stück wie Bart stoppeln und schmeißt das mit über ein Kraftfutter. Da kommen die Würmer lebendig runter und die Stute wird wurmfrei. Ein Pferd kann kein Haar verdauen, aber diese Haare sind so hart und stecken in den weichen Glaskörpern von den Würmern rein. Ja. Und weil das von oben immer nachrückt, dieses scharfe Zeug, müssen sie hinten rauswandern. Dann wird er sehen, dass die langen Würmer so dem Speif runterfallen.